So, ein herzliches Willkommen. Weiter geht's hier mit Watch Dogs. Leute, haben wir ja unsere tolle neue Basis fertig gekriegt. Einen schnieken Anzug gekauft. Also scheint wohl der beste oder der teuerste, zumindest mit der teuerste im Spiel zu sein. Aber es war noch gar nicht so viel dabei, die mir gut gefallen haben. Von daher ist es hier vielleicht gar nicht mal so schlecht. In Ordnung. Knarre brauchen wir gerade nicht. Was steht denn als nächstes an? Wie gesagt, wir könnten hier noch so von den Türmen was mitnehmen. Aber das scheint echt nur für Nebenmissionen zu sein. Gut, wir schalten noch Verstecke frei. Vielleicht wäre das auch nicht verkehrt. Genau, ich glaube, die US-Dinger, die kriegen wir einfach im Laufe der Kampagne. Hallo, Kepo. Willkommen. Pünktlich, pünktlich. Wo wäre eigentlich die nächste Mission? Da ist unser Versteck. Wir haben gerade keine, wie es scheint. Online-Aufträge interessieren mich ja nicht. Ja, vielleicht, keine Ahnung, gucken wir uns mal hier dieses System an. Mal gucken, was das bringt. Da haben wir es wenigstens mal gemacht. Das wird immer komplizierter. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Er wird Fehler machen. Ich kenne ihn. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bedbug. Achso, ja, gut, wir waren schon in der Mission drin. Ich erinnere mich. Ah ja, super. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Ich habe die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sah mir ganz nach Aiden Pierce aus. Bist du bei Nicky? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na, die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nicky reden. Aber das denn so schlimm? Aiden. Hey. Es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nicky, glaub ihm. Sein Gefasel nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich habe keine Geheimnisse. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, habe ich dir weh getan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nicky übrigens auch. Ja, da ist ja einiges zusammengekommen. Ja, ich glaube, wie gesagt, wenn du hier auf Ausrufezeichen Spiele eingibst, das sollte dann die Dings hier an, also sollte dann meine Spiele auflisten. Wenn der Bot-Befehl da noch drin ist. Ein paar mehr Songs, sehr gut. Ja, wie gesagt. Aber ich meine, ich hab's mittlerweile da und vielleicht komme ich auch irgendwann mal auf den Trichter.
die dann spielen zu wollen. Deswegen bin ich ja mittlerweile auch nicht mehr so, ja, ich meine, es ist eine ganze Menge da, aber ich werde schon meinen Grund damals gehabt haben. Oder, ja, wie gesagt, ansonsten werde ich wohl nicht allzu viel Geld unnötig für ausgegeben haben. Ich habe gerade 30.000 Dollar abgehoben. Alter, Finne. So, muss ich da hoch? Oder muss ich einfach nur da rein? Ja, wie gesagt, mittlerweile haben wir es ja. Und eventuell kriege ich ja irgendwann mal Lust drauf. Es sind ja einige Spiele, die ich seit längerer Zeit da habe. Zum Beispiel die komplette Hitman-Reihe. Vielleicht mache ich die auch noch irgendwann. Nur da gibt es dann wieder einiges zu tun. Genau, ja, hattest du ja. Ach so, genau. Du hast letztes Mal erzählt, dass er angekommen ist, aber ich glaube, der war da noch nicht angekommen. Also am Montag hast du erzählt, dass du ihn bestellt hattest. Ja, echt. Geht denn da? Will mich da jetzt jemand hacken? Loom-Agenten sind äußerst geschickte Hacker. Zentrale? Ja, ich habe einen für euch. Einen Hacker, ganz in meiner Nähe. Er hat den Köder geschluckt und angebissen. Ihr solltet alle Infos haben, um ihn zu erwischen. Verstanden. Ich gebe einen neuen Auftrag aus, mit erhöhter Belohnung. Wissen Sie was? Ich probiere mal seine Firewall auszuschalten. Finde ich nicht gut. Ich will diesen ganzen Multiplayer... Gedöns will ich doch gar nicht dabei haben. So, dann... wie war denn das jetzt, dass ich hier das nochmal scannen kann? Oh nein, der ist bewaffnet. Gar nicht. Okay, genau das. Da ist doch irgendein Verbrechen jetzt gewesen. Ich werde die wohl nicht lassen, aber sie müssen weg. Aha. Warten Sie doch! Denken Sie nochmal darüber nach! Ich würde gerne die Waffe wegstecken. Idiot. Nein, nein! Gott, Mist, der hat eine Waffe gezogen! Guter Gott! Oh, meine ist bewaffnet! Spiel, würdest du vielleicht bitte mal das tun, was ich vorhabe? Hallo, Wolinchen. Willkommen. Kann ich auf Tab nicht einfach die Waffe jetzt wegstecken? Das ging doch sonst auch. Ach komm, scheiß drauf, wir machen Hauptmission. Ich glaube, alles andere kann ich im Spiel hier knicken. Oder kann ich jetzt nicht weg, weil ich jetzt hier irgendwie gehackt wurde online? Ja, ich würde gerne abhauen. Ich würde gerne diese scheiß Waffe wegstecken, Spiel. Das ist doch zum Kotzen. Alter, Finne. Nee, Kreurat wechselt nur durch. Wie gesagt, die Steuerung ist echt eine Katastrophe von dem Ding. So. Jetzt ist wieder alles auf normal.
Dann gucke ich jetzt noch einmal. Wahrscheinlich können wir es hier irgendwie hocharbeiten, oder? Hier wäre ein Lift. Ah, genau, da müssen wir wahrscheinlich hin, ne? Einmal aufmachen, bitte. Wie komme ich da jetzt am besten hoch? Über den Lift, schätze ich mal. Ja. Du sollst keine verdammte Waffe ziehen, du... Gott. Was ist denn da los? Bitte funktionier doch einfach. Und lass dich anständig steuern. Ist da irgendwas doppelt belegt? Was ist... Gott ver... Spiel. Bitte tu das, was ich eingebe. Nicht irgendwelchen anderen Scheiß. So. Optionen. Steuerung. Steuerung anpassen. Hacken, interagieren. Profil, Fokus, Steuerung. Ja, das ist mir jetzt relativ egal. Inventar ist Tab. Waffen. Playlist starten, nächster Song. Waffe zieht auf T. Wieso auf T? So, kann ich jetzt wieder anständig mich bewegen? Das funktioniert, okay. Immerhin. Gut, ich denke, dann sollten wir hier irgendwie... Ach so, das müssen wir wahrscheinlich auch noch aufkriegen, oder? Außenrum ist ja, glaube ich, nicht, ne? Tevi verstecken, ja. Da hinten die vom Isa. Das sieht ein bisschen aus wie das Slenderman. Das ist, glaube ich, das Slenderman. Wo ist denn die nächste Kamera? Das könnten wir sprengen. Das bringt mich jetzt, glaube ich, nicht so viel weiter. Da ist eine Kamera, die ist aber ein bisschen weit weg. So, dann genau einmal die Kamera da oben bitte. Das haben wir ja entriegelt. Aber wahrscheinlich, wenn wir hier hingehen. Genau. Ich glaube, mit Leertaste scheint er die zu ziehen, die Waffe. Ich drücke T. Bist du jetzt automatisch im Alarmmodus? Ich frage mich echt, wie man es schafft, ein Spiel mit so einer katastrophalen Steuerung hinzukriegen. So, weg damit. Ich glaube, das ist wirklich der Slenderman. Hm. Genau. Ja, Slenderman, der müsste so 2.10, 2.11 rum gewesen sein.
So, das gibt auf jeden Fall XP. Wir kriegen Waffen. Na gut, klar, es ist halt ein Ubisoft-Spiel. Türme schalten Waffen und Sachen frei. Ja, mal gucken. Jetzt hätten wir halt hier noch ein neues Versteck. Ja. Hallo Terrell, willkommen. Ja, ich glaube, der Slenderman ist auch mittlerweile sehr, sehr oft vertreten in diversen Spielen. Klar, der steckt auf Tab auch die Waffe weg, das ist doch gut. Einmal funktioniert das ja. Aber gut, dann gehen wir es mal runter und gucken, ob wir die Hauptmission weitermachen können. Oh komm, der sieht ja ganz nett aus, der Wagen. Nehmen wir den doch mal. Quiek, quiek. So, dann hätte ich gerne... Hier unten ist die Mission. Oh, ganz schön ein Stückchen weit weg. Mal gucken, vielleicht mache ich dann auch gerade noch den anderen Turm. Der ist ja gerade daneben. Und ich soll vielleicht die Richtung wechseln. So, brumm, brumm. Jetzt hoffen wir, dass dann Nicole nicht allzu viel passiert. Aber gut, wenn er, wie gesagt, sollte er was antun, hat er quasi dann jegliches Druckmittel verloren. Ich rette dich, Wollinchen. Aus den Fängen des Bösewichts. So, würde ich mal gerade ein bisschen so fahren, dass ich an irgendeinem vorbei kann. Ohne das Auto allzu sehr zu verkratzen. Na, dann halt so. Jede Menge Tore. Ja, ja, hör auf zu blinken. Der vor mir fährt halt so langsam. Da muss ich irgendwie dran vorbei. Was, warum die Leute so langsam fahren an Autobahnbaustellen? Oder warum die alles blockieren? Ist der uns auf den Fersen? Chicagos Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Die Bürger Chicagos jedoch jubeln Pierce zu. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu sein. So, guck mal, wie die alle mir zujubeln. Okay, das Ding ist da oben. Nehmen wir uns mal gerade die nächstbeste Kamera. So, dran vorbeikommen, ja. Ja, das geht tatsächlich meistens. Und du hast ja kein so breites Auto.
So, da müssen wir hin nachher. Ich können wir noch hacken, sehr schön. Ah, ich glaube, die 30.000 waren die ganzen Leute, die wir jetzt gehackt haben. Vorher. Beruffehler? Ach so. Gut, mit dem Lift kommen wir dann hoch. Ah, das sieht doch mal vertrauenserweckend aus. So. Oha. Ja, das geht ja ganz schön. Ah ja, gut. Hat es das noch nicht geöffnet? Ich frage, brauchen wir das überhaupt? Da scheint noch irgendwas zu sein. Aber da komme ich, glaube ich, nicht hoch. Und die andere Frage ist, wie komme ich da rein? Dann auf der Endless sagt mir gerade nichts. Und gut, dass er so sportlich ist. Der Herr Pierce. Guten Tag. Also ich glaube, wenn du hier reinfährst und irgendwelche Wegweiser zu finden oder Leute um Hilfe zu fragen. Ich weiß ja nicht. Da, steck doch mal die Waffe weg, die brauchst du jetzt nicht. Dann einmal nach oben bitte. So, hier ist jetzt ja netterweise auf. Ah, okay, wir müssen eh manuell hier hin. So, was war das jetzt? Achso, ja. War das ein Tippfehler oder wirklich ein Spam-Link? Ah ja, okay. Normalerweise sollte mir das doch angezeigt werden. Da muss ich ja wirklich dann das Pop-Out nehmen. So. Aber ja, da fällt mir ein, ich hatte ja überlegt, dass ich halt für diese Kanalpunkte, keine Ahnung, halt für, was weiß ich, 600 oder 1000, dass man dann einmal links posten darf. Das heißt, das würde zwar die ganzen Bots abhalten, weil die ja wahrscheinlich nicht allzu lange in dem Stream hier bleiben. Auf der anderen Seite dann aber Leute, die etwas länger da sind, dass die dann ein bisschen was machen können. Ein bisschen mehr machen können.
Die Wagen wären auch, glaube ich, ganz nett, aber wir haben ja draußen schon einen. Genau, das stimmt. Und ist halt die Frage, ob die das hinkriegen, ja, siehst du, das lohnt sich. So kann man sich halt auch den Miep mal freischalten. Genau, und die andere Sache ist halt die Frage, ob die Bots so programmiert sind, dass die es hinkriegen, dann da die entsprechende Belohnung auszuwählen, um einen Link posten zu dürfen. Ja, lass die mal. Ja, und dann kannst du den Miep auch noch spielen und dem eine Sonnenbrille aufsetzen und so Zeug. Juhu, mein Kopfgeld ist abgelaufen. Endlich. Genau, ich glaube, das gilt dann nur für einen Tag. So, da wäre der nächste Punkt. Den nehmen wir uns auch noch gerade schnell und dann machen wir die Hauptmission hier weiter. Gucken, wie wir da am besten hinkommen. Oh, die sind betrunken. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Ich glaube, das hatten wir auch schon. So. Dann mal viel Spaß hier beim Rumreppen. Und ich glaube, hier kommen wir so schnell nicht hoch. Kein Job für Tyrone. Sind wir jetzt bei Fast and Furious? Hallo Eisdrache, willkommen. Könnten hier hoch? Ah, wahrscheinlich über die Eisenbahnschienen. Dazu müssen wir halt erstmal auf die Eisenbahnschienen kommen. In Ordnung. Ist mir jetzt dann doch zu stressig. Au. Pass doch auf, wo ich laufe. Hey, weißt du, was digitale Trips sind? Deine Mutter. Du, mein Freund, wirst gleich einen digitalen Trip erleben. Psychedelischer als jede Droge. Du musst es probieren, um es zu glauben. Madness Alone, Spider-Tank. Kein Problem, ich bin hier, wenn du es dir anders überlegst. Klingt jetzt nicht so interessant. Bouncing DVD sagt mir auch nichts.
Aber ja, ist ja schön, wenn er sich drüber gefreut hat. Ah, die Mission. Ich glaube, die war auch nicht so ohne. Ich gehe ein Risiko ein, aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst sein Zuhause. Dann das Handy anzapfen. Und alles aufnehmen, was er sagt. Ich glaube, das war relativ viel Schleichen jetzt. Y war der Profiler, okay. So. Um den Router zu finden. Mhm. Ah. Da haben wir ja was. Okay, wir fangen... Wo fangen wir denn an? Hä? Was war das denn? Wieso stirbt er einfach? So, da geht's los. Dann sagen wir, gehen erstmal dahin. Oh ne, doch erstmal da oben rum. Zack. Dann können wir das jetzt nochmal freischalten. Zack, dann einmal dahin. Einmal dahin. Du hast gesagt, du fährst mich zum Flohmarkt. Also was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre? Arbeit, Grandma, Arbeit. Du hast einen Job? Warum sagst du das nicht? So ist das nicht, Grandma. Ach, verstehe. Ist kein Job für Tyrone. Ist ein Job für Madbook. Ach bitte, Grandma. Madbook bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin Player. Ein was? Ein Bedbug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Ach, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Okay. Fährst du jetzt Auto? Ja. Cool. Yeah, be rock'n'roll. Warum macht der Rock das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, B. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Okay, da können wir dann nicht rein. Muss ich ihm vielleicht per Kameras folgen? Warum macht Iraq das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt,
verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Oder ich versuche mal außenrum zu fahren. Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bi. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, B, nicht so laut. Ich glaube, er ist nur etwas unschlüssig, wie er da reinfahren will. Fuck, Mann, erwarten die Stress? Sieht aus, als ob Iraq hier alles dicht macht. Was sind wir? Babysitter? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Die sind zu weit gegangen. Und Iraq hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Mann, sag das auch nicht so laut, Bi. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun hab, Mann. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedburg auf einer Müllkippe landen. Okay, da hat das doch ganz gut funktioniert. Genau, im Stream nicht. Wahrscheinlich haben sie das noch nicht implementiert. Und bei Rami waren letztens halt, dadurch, dass der halt die Tomb Raider-Teile gemacht haben, eine ganze Menge Leute und also mehr Leute, deutlich mehr Leute als sonst da. Einige haben es dann doch etwas exzessiv benutzt, hat er auch überlegt, ob er es vielleicht ein bisschen teurer macht. Danke, Mann. Pass auf dich auf. Wie immer, B. Okay, jetzt haben wir das Problem, dass wir von so einem Auto angefahren werden. Das gefällt mir gar nicht. Das würde so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, wir fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Die wollen's nicht. Das gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir eine zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, keine Klappe zu halten, Kicker. So. Ich glaube, das reicht ja mit den Kameras, ne? Hat noch nie gevögelt und vor seine Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Iraqs Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Genau, ja, aber ich habe halt auch keine Ahnung, wofür wir das hier sinnvoll nutzen könnte. Ich meine, ich habe nichts davon, wenn ihr die Sachen ausgibt. Anscheinend vertraut der Club Iraq nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen habe, werde ich dich nicht vergessen. Da ist aber jemand von sich überzeugt. Aber schön mit der gezückten Knarre hier rumrennen. Ja, Mist. Fuck, die Kamera geht nicht so weit drüber. Gerade so. Was rennst du auch darüber, wo keine Kameras sind? Ja, das Einzige wäre halt, diese Emotes zu nutzen. Genau. Rabbit, was geht? Ich hab was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl
nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert, ehrlich. Das werden wir ja sehen. So, genau, dann mal gemütlich darüber. Verdammt, was geht ab? Nichts, B. Wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber verfickt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Iraq anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Ist aber keiner rein, B. Die ganze Crew ist draußen, ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? So, ich folge doch schon die ganze Zeit per Kamera. Stan! Jetzt hab dich mal nicht so. Hey, ich will 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, B. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Iraq nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Iraq? Im Ernst? Iraq ist ein verficktes Problem. Okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann! Wow, hey, was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Ah. Verfickt, Mann! Gerade so. Rabbit will Iraq beklauen. Wenn ihr das Schwein seht, knallt ihn ab. Bin raus, Wies. Ihr macht das. Okay. Wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Breaks? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Das ist doch scheiße, Mann! Los, ja. Kopf runter. Achso, wir müssen dich jetzt hier rausschicken. In Ordnung. Ich glaube, das war das, was da jetzt relativ nervig wird. Los, schnell. Okay. Das klappt nicht. Ah, das wird schon. Ich will nicht sterben, Mann. Heul nicht. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. So geht's halt auch. Dann hauen wir nochmal ab. Gut, dass wir das alles per Kamera hacken konnten. Dieses Fußvolk bedeutet Iraq nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Iraq nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen, mit ihm angeben. Kühl ist es, ja. Also, wir hatten jetzt heute so zwischen 0 und 5 Grad. Was haben wir denn mittlerweile? 8 Skillpunkte, uiuiui. Na dann, bitte weiter hacken. Das ist schon mal nicht schlecht. Das hätte ich gerne. Und
Nur noch die Helikopterabschaltung. Und dann würde ich mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Ne, genau, also, weiß nicht, habe ich dieses Jahr schon Schnee gesehen? Also, diesen Winter glaube ich noch nicht. Kann mich ja tatsächlich noch nicht dran erinnern, dass es hier mal irgendwas an Schnee gab. Wir haben noch kein neues Missionsziel, wie es aussieht. Na gut. Gutes Timing. Dein Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buhu. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir noch mal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte. Oh, warte, ja. Weißt du was? Das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treff dich dann da. Okay. Dann sammel mal. Ja, wie gesagt, also... So großartig habe ich da sonst noch nichts mitbekommen. Ungeladen. Ah ja. So, dann können wir uns ja mal einigermaßen unauffällig verkrümeln. Ich denke, da sollten wir jetzt auch ganz gut hinkommen. Aha. Autounfall. Ich bin auch mal gespannt. Wahrscheinlich hätte es ja ein Achievement gegeben, wenn wir ihn da rausgebracht hätten. Oder ist es, glaube ich, nicht dazu ausgelegt, dass er es schafft. Weit ist es noch, aber wir haben es ja gleich. Super. Das sieht so aus, müssen wir uns hier nachher wieder rausballern. Ich parke mal unauffällig hier. Ja. Ja, deswegen so wirklich kalt war der Dezember oder beziehungsweise der Winter bisher noch nicht. Hey, ah, was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Sag ich ja. Ich bring die Jungs mit. Oh, Himmel. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackratten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car, direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis hießen. Dann los. Ja, also, diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre. Aber das Ding machte nur Ding und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. Super. Danke. Das hier hätte ich für dich. Eine Haftbombe. Hä? Sie haftet.
Cool, oder? Hm. Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flennen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45er und schieße ihnen ein paar Löcher in ihre Fettfressen. Also das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so. Ja, genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Perfekt. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück weg. Fuck. Na gut, machen wir eine Proberunde. So, wo haben wir's? Sprengvorrichtung. USV ausrüsten und dann mit G. Mhm. Und Q kann ich es dann zünden. So. Du musst noch mehr das nehmen? Das nehme ich mir. Mhm. Dann können wir uns gleich noch ein bisschen was an Nachschub holen. Juhu. Na, guck mal, das hat doch gut funktioniert. Mein Wagen ist weg. Reißt. Na gut, dann nehmen wir gerade hier was mit. Das passt ja auch gerade ganz gut. Geld gefunden. Sienna Brick Factory. Da wollen Irex Männer Bedbug umlegen. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Okay. Ich lege einen Hinterhalt und erledige die Kerle. Irex wird davon hören, Bedbugs Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir klettern hier gemütlich rein. Hoffen wir, dass wir irgendwie dann durchkommen. Was für ein Eisbär. Gibt es einen neuen Knut? Ist verlassen. Die Überwachungskameras laufen sicher noch. Okay, dann schauen wir mal rein. Pierce, hast dich gar nicht hochgejagt? Noch nicht. Ich will rauskriegen, wo die Jungs sich treffen, damit ich da ein paar Ostereier ablegen kann. Sprengfallen, geil. Also gut, irgendwo hier Plastikbecher des Wachpostens. Ja, warum nicht? Flupp. Ich glaube, hier bei dem Gabelstapler war ja auch noch was. Mehr Reifenspuren. Die Autos kommen von beiden Seiten. Ah. Ja, warum nicht? Und
Da kann noch was hin. Ich habe noch Zeit. Ja, aber keine Dings mehr. So, genau, packen wir da auch noch was hin. Reifenspuren. Da muss jemand regelmäßig parken. So, das sollte jetzt passen, denke ich mal. Suchen wir das mal als Aussichtspunkt. Habe ich hier irgendwo eine Kamera? Da ist was. Gut, dann bin ich mal gespannt. Du rufst jetzt erstmal keine Verstärkung mehr. Mach dich bereit, Bad Bug muss gleich hier sein, Mann. Mann, der Boss will seinen Cousin umnieten. So, dann kannst du da nochmal weg. Lass doch mal den Arsch. Okay. Wie viel sind es denn noch? Eins, zwei? Das ist ja eigentlich auch nur zum Ablenken, ne? Du siehst jetzt gar nicht mehr nach. Da könntest du vielleicht mal hinlaufen, ne? Ja. Fuck. Hat nicht gereicht. War ein bisschen zu früh. Aber ich schätze, den Rest mache ich einfach jetzt von Hand, oder? Sprengsachen habe ich nicht mehr da. Ich hätte es abgestellt. Was zum Teufel? So. Es wird. Fuck, ich habe ja keine Muni mehr. Es wäre schön, wenn ich was sehen würde. Try to get the dough on, sticking up my foot, my life got
Wie gesagt, das mit dem Rausgehen und Zielen funktioniert halt nicht so wirklich in dem Spiel. Ja, es ist halt das große Problem bei dem ganzen Mist hier. So. So, da haben die ja, glaube ich, geparkt. Die haben einen Fluchtplan. Die haben das Geld und die Geheimnisse. Ich hab wäre auch noch eine Idee. Darum, was mit uns passiert. Ich muss da irgendwie rein. Wieso ist denn die Zeit auf einmal so? Ich hatte vorher doch deutlich mehr Zeit. Das ist halt ungünstig. Oder doch 2 Minuten. Wie dreist. Naja, dann auf ein neues.